Ein Mann mit einem dichten Bart, Max Weber, hat einmal gesagt, Politik sei das Streben nach Macht. Und Macht heißt, den anderen den eigenen Willen aufzuzwingen, sie etwas machen lassen zu können, das man selber möchte. Wie in der Schule die größten und stärksten Kinder den kleineren androhen können, sie zu ärgern, zu schubsen oder zu verhauen, wenn sie nicht machen, was sie sagen. Dass aber die absolute Macht des Stärksten führt dann geradewegs in die Diktatur. Es muss also Regeln geben, welche auch den Starken Grenzen setzen, an die sich auch die Starken halten müssen. Diese Regeln werden oft Verfassung genannt. Bei uns heißen sie Grundgesetz. Gegen die Verfassung darf keiner verstoßen. Auch nicht die Eltern, nicht die Polizei, weder die Lehrer, noch eben die größten Kinder in der Klasse. Es gibt noch einen zweiten Punkt, in dem sich die Demokratie von der Diktatur unterscheidet. Es gibt eben nicht einen Großen, der alles bestimmen darf, und ganz viele Kleine, die gar nichts entscheiden dürfen, sondern alle Bürger, lange und kurze, dünne und dicke, weiße und schwarze, Männer und Frauen, sind grundsätzlich und vor dem Gesetz gleich groß und gleich mächtig. Alle Bürger dürfen entscheiden, sie können bestimmen, von wem sie regiert werden wollen. Das machen sie in Wahlen, wobei es eine ganz grundlegende Einschränkung des Rechts zu wählen gibt. Man muss ein bestimmtes Alter erreicht haben. Und in Deutschland heißt das, dass man mindestens 18 Jahre alt sein muss. Es gibt schließlich etwas Drittes, das alle Demokratien gemeinsam haben. Auch wenn die Regierung gewählt ist, kann sie nicht machen, was sie will, sondern sie kann auch nach der Wahl auf verschiedene Weise kontrolliert werden. Erstens gibt es die Gesetze. Wir haben ja schon von der Verfassung gehört. Dann das Parlament, die Gerichte, die Zeitungen und das Fernsehen. Außerdem gibt es immer wieder Wahlen. Und aus Angst, dann die Macht zu verlieren, müssen Regierungen auch immer auf die Bürger, auf das Volk achten. Und schließlich gibt es die Parteien. Auch die kontrollieren die Regierung. Zumindest diejenigen Parteien, die nicht in der Regierung sitzen. Weil es aber nun den großen Mann oder die große Frau nicht gibt, die alleine bestimmen darf, sondern ganz viele mitentscheiden dürfen, ist Politik ganz schwer. Bis ein Wunsch zu einer Entscheidung wird, müssen ganz viele Holzschichten durchbohrt werden. Selbst wenn die eigene Partei in der Regierung ist, dann muss man erst einmal ganz viele Leute in der eigenen Partei gewinnen, erst vor Ort, danach im Bundesland, also zum Beispiel in Niedersachsen, daraufhin im Bund. Und schließlich müssen auch die Finanzen des Staates beachtet werden, müssen auch andere zustimmen, die die Entscheidung vielleicht verhindern könnten, etwa die Bundesländer im Bundesrat. Müssen nicht zuletzt die Wähler überzeugt werden, damit sie die Regierung beim nächsten Mal nicht gleich wieder abwählen. Politik ist also ganz schwierig. Und sie ist es nicht zuletzt deshalb, weil man nie ganz genau weiß, wie sich die anderen, die man auch braucht für die Entscheidungen, verhalten. Politik ähnelt deshalb dem Schachspiel, wo man ja auch immer die nächsten Züge der Gegenseite einkalkulieren muss. Wir kennen ja alle die Parteien. Zwei von ihnen heißen Volksparteien. Sie heißen so, weil bei ihnen ganz besonders viele Menschen Mitglied sind und weil sie, jedenfalls ihrem Anspruch nach, die Gesellschaft im Kleinen abbilden. Deshalb aber werden die Volksparteien manchmal mit einem großen Dampfer oder Tanker verglichen. Sie bewegen sich nur schwer und wechseln ihren Kurs nur langsam, eben weil sich auf ihnen viele Menschen aufhalten, die alle mitbestimmen können. Die Demokratie ist also nie fertig. Ebenso wie der Kölner Dom. Deswegen wird sie immer wieder kritisiert. Doch ist sie trotzdem die beste Regierungsform. Denn sonst würden wir alle, wir Kleinen, permanent von Größeren geschubst und geschlagen und diese bräuchten keine Angst davor zu haben, dafür bestraft zu werden.